Damit ihr seht, oben rechts der Counter, ja, ist jetzt bald abgeschlossen. Ich werde jetzt einfach kurz Pause machen. Wir sehen uns am. Dann, es gibt einen kurzen Cut und dann hat sich die Sache erledigt. Dann ist alles an Ressourcen rüber geschafft. Auch hier YouTube. Ich würde einmal kurz die Fabriken anwerfen. Schon mal. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Crew als davor. Zwar müssen wir noch ordentlich auf unser Heck aufpassen. Aber ich denke, wenn jede zweite Kanone aktiviert ist, dann sollte das hoffentlich auch ausreichen schon. Speichern wir automatisch. So, sind gleich fertig. Hoffe ich doch. Okay, der versorgt sich selber. Gut. Moin, das Schiff ist ja groß, sieht fast aus wie RimWorld. Das ist. Also, ich bin hier im 8- bis 10er Gebiet und da reicht das Schiff gerade mal aus. Es gibt hier noch Gebiete, 16 bis 18. Also ja, 16 bis 18. So, also wir werden wahrscheinlich noch um 3 Dimensionen größer gehen müssen. So, wird das jetzt bald was mit den Ressourcen hier, oder? So, sortiert er jetzt automatisch, oder? So, warte mal, was wir auf jeden Fall machen müssen ist... Wow, Entschuldigung, ich muss gerade niesen. Ja. So, dann nicht mehr auf Ressourcen, sondern auf normal. So, wir haben jetzt einen richtig guten Kader. Ich hoffe, wir werden den so schnell nicht verlieren. So, dann auf geht's zur nächsten Verfolgungskopfgeldjagd, was auch immer. Die Triebwerke fallen ab und zu nochmal aus. So, aber jetzt gucke und staune, warum das Schiff so groß ist. Teilweise sind die Schiffe hier gegenüber nämlich gefühlt genauso groß. Dann bohre ich einfach hier durch. Und wenn wir eine schöne Breitseite haben, dann schießt er einfach schön mit den Flaks rüber. Ja? Einmal wie so ein Fegefeuer, einmal rüber. Zack, und siehst du schon, jetzt kamen die Atombomben, die hier vorne drin geladen sind. Zack. Und schon sind es greifbare Ressourcen für uns. Das bauen wir natürlich gern ab. So. Guck mal, das mit dem Abbauen hier geht viel schneller. Achtung, alle auf Gefechtsstation.
So, jetzt hast du gesehen, ne? Und wenn, also ich will gar nicht, also von der, also mindestens dreifach in die Höhe und ja, mindestens fünffach in die Länge. Das soll ja auch The Falcon, soll ja seinem Namen alle Ehre machen. So, jetzt lassen wir die Systeme erstmal alle wieder hochfahren. Und hier siehst du noch, wie es flackert. Also ich brauche eigentlich verdammt viel Crew. Ist das jetzt eine neutrale Basis? Ja, wa? Trotzdem würde ich gerne einmal mit dir verhandeln. Mal gucken, was du so vorschlägst. So. Wir nehmen alles, weil wir alles produzieren. Das Mick weg vom Mund bitte, schnaufst sehr rein. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. 500. Okay, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen was verkaufen. Das kriegen wir aber hin. Weil wir haben ja genügend Stahl. 4032. Siehst du? So. Wieder verhandeln, verhandeln, verhandeln. Ich wünschte, man könnte die Zeit noch weiter verschnellern. Crew kann ich ja aktuell nicht anheuern, was auch nicht so schlimm ist, aber ja. Just saying. Die fressen noch viel Energie, obwohl wir die jetzt theoretisch auch brauchen. Ah, schwierig. Guck einfach mal. Sind ja gerade noch am Verhandeln. Was passiert, wenn hier wir schon mal alle anmachen? Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt geht das schon wieder los. Der will mich ficken! Der will mich ficken! Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Guck mal, der Dick ist gerade mal ein Sechstel so klein wie wir. Von der Länge, naja, genauso lang eigentlich, ne? Werd bloß fertig, ey.
26.000 noch. Ja, aber wenn nur 25 Leute... Ey, ich verstehe euch nicht. Aber wenn ich jetzt sage Ressourcen... Dann wird es ja auch nicht besser. Einer. Ernsthaft? Einer? Vierer, Fünfer. Die Schilde sind jetzt erstmal egal. Die müssen sich theoretisch gar nicht um die Dinger kümmern hier. Komm, 8000 noch, Ich hab keinen Bock mehr, ich will dich zerstören jetzt. Ich such mir schon mal einen. Schon mal einen schönen Ort hier, damit wir gleich raufballern können, sobald alle Systeme hochgefahren sind. Ich weiß, dass wir uns jetzt keine Freunde machen werden, definitiv nicht. Kooperative, das sind 625. Da bist du fertig? Nee, noch nicht. Jetzt muss ja erstmal die Ressourcen alle rüber schaffen. Das kann auch noch dauern. Vor allem spielt jetzt nicht mal wie lange hier. Also was heißt, stand noch nie da, aber. Ich müsste hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schiffe gleichzeitig zerstören. Das wird gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit. Also hier die Patrouillenschiffe? Ja, okay. Die kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, direkt in mein Schiff rein. Danke dafür. Einfach direkt hier rein, einfach hier durch. Einfach durchhämmern hier. Dann ist der komplett in Einzelteile zerlegt hier. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt sieht es schon mal sehr sortiert aus hier. Das gefällt mir. Komm schon. Fertig. Was ist jetzt so? Alle Systeme hochfahren. Wir werden jetzt angreifen. Alle Systeme online. Prepare for Angriff.
Das sind jetzt alles unsere Feinde. Feuer frei. Oh Gott. Sofort umdrehen. Zerstört. Leckt mich am Arsch. Okay, das wird interessant. Wir müssen mal kurz wahrscheinlich flüchten. 26, 23, 26. Wir müssten wahrscheinlich kurz flüchten. Hm.
Ja, ansonsten, weil die Raketen machen halt damn viel Damage. Also wirklich. So, wir müssen uns halt erstmal um den Crossguard kümmern. Der wird relativ einfach. Wir bauen uns einfach hier durch. Sagt sich so einfach, ich weiß. Okay. Flucht. Flucht! Was machst du da? Wir werden gerade zerschossen. Ja, danke. Wirklich. Einfacher ist es, zuerst die Krümel für dann erst den Knochen. Hilft mir jetzt gerade auch nicht weiter. Warte mal. 1626. Okay. Ich weiß, ich müsste mich erstmal um die Kleinen kümmern. Jetzt haben wir uns erstmal um die große Basis gekümmert. Die macht uns jetzt keine Probleme mehr. Das heißt, wir könnten den einfachsten Weg nehmen und sagen, Flucht. Jetzt werde ich von zwei Seiten beschossen. Jetzt werde ich von drei Seiten beschossen. Das macht überhaupt keinen Sinn, die Flucht. Fuck. Okay, wir stecken in der Klemme. Wir können den direkten Fight suchen. Wir können den direkten Fight suchen. Verlieren aber unsere Schilde und vielleicht auch den Feind. Wir könnten Flucht. Lila. Jobpriorität. Alle auf 1. Außer die Schilde. Die müssen. Brücke muss auch bedient werden. Bei der Flucht müssen wir noch Rolle bearbeiten. Warte mal. Den Speed, warte mal, von den Düsen. Wir haben riesige. Wir haben keine Maschinenräume. Aber wir haben zwei Booster. Speichern. Sowas würde ich hier nicht sehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wer sowas schreibt, gehört bei mir nicht in den Chat herein. Gut, also für mich jetzt die einzige Möglichkeit, Flucht ergreifen, nach hinten absichern. Wir werden auch zerlegt. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir extra
gesagt, ey. Ich stecke gerade ein bisschen in der Klemme. Entschuldigung. Weil wir können ihm jetzt sagen, natürlich. Warum ist denn das jetzt schon wieder so gedreht? Auf damit. Lass das mal so alles, wie es ist. So, dann wird er nach hinten absichern. Und dann suchen wir den direkten Fight. Anvil. Dann müssen wir... Ich komm da nicht mehr raus! Das kann doch nicht wahr sein. Wie komme ich da raus? Das Problem ist, die kriegen mich. Die zerschießen mir die Triebwerke und ich komme nicht vom Fleck. Dann müsste ich mich dem Fight stellen, aber ich kann mich nicht mehr drehen, weil meine Triebwerke kaputt sind. Jetzt stelle ich mich aber den kompletten Fight. Neue Rolle. Verteidigung. Railgun ist unwichtig. Flakbatterie haben wir nicht. Die kleinen und die großen Schilde. Die Schubdüsen. Die Boostdüsen brauchen wir nicht. Munitionsfabrik brauchen wir nicht. Lagerhalle brauchen wir nicht. Okay. Ich hoffe, ich speichere jetzt mal. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Verteidigung zu setzen, das heißt. Müsste man nicht wieder spiegeln hier. Okay. Ich speichere den Kader jetzt so. Und werde jetzt in den Frontalfight gehen. Mann, warum hast du das dann schon wieder so gedreht hier? Okay. Also ich müsste erstmal gucken, wer wird mir am meisten Schaden zufügen. Höchstwahrscheinlich er hier. So, ich kann mich nicht drehen. Perfekt. Und werde jetzt von allen Seiten zerschossen. Perfekt. Hat also auch nichts gebracht. Ey, wie komme ich... Mann, jetzt mach weiter. Wie komme ich denn da weiter? Das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben die Basis zerschossen. Jetzt kommen drei Gegner auf uns zu. Wir sind schon angeschlagen. Ja, es ist mir egal. Bringt mir nichts.
Ey, ich muss wahrscheinlich von da laden, wo ich... Weiß ich nicht, kurz bevor ich angegriffen habe wahrscheinlich. Damit ich den Plan nochmal durchgehen kann. Okay, die macht mir keine Probleme. Wer mir Probleme macht, ist er hier. Heißt's Kampf. Wieso kann ich den nicht angreifen? Ich muss den angreifen. Ich muss den angreifen, sonst zerfickt er mich von hinten. Nein, hättest du mich mal anders umgedreht. Meine Güte, was ist denn hier los? Okay, jetzt hat's. Okay, also erst um die Kleinen kümmern. Das war schon echt ein guter Tipp, aber ich habe anscheinend nicht nachgedacht. In dem Moment. Ich habe anscheinend in dem Moment nicht nachgedacht. So. Okay, gut. Das ging ja dann doch relativ schnell. Erst den, dann hier, dann den, dann nochmal den und dann auf die Basis. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Also, das wird sowieso noch ein bisschen dauern, aber... Ich werde das Schiff nach links erweitern. Und zwar...
Ist jetzt kein Witz, ich will es mindestens so lang haben. Ich will hier mindestens einen riesigen Flügel haben. Was heißt das jetzt für mich? Dadurch, dass das spiegelt, wird es genauso auf der anderen Seite auch gemacht. Und wir müssen den wahrscheinlich ein bisschen nach hinten, würde ich ihn zumindest verlängern. Die stehen sich wahrscheinlich alle im Weg, ne? Naja, warte mal. Bei der Größe vom Schiff bietet sich Laufbänder an. Das verringert den Crewbedarf erheblich, brauchen aber mehr Platz. Einen Tod stirbt man eher. Ja, ich verstehe, was du meinst. Da müssten wir nach hinten erweitern und dann hier so ein Laufband lang. Ich will ja sowieso erweitern, warte mal. Eins nach dem anderen. Moment. Lager. So, ungültige Baupläne, alles entspannt. So. Also relativ entspannt. Laufbänder, wo waren die? Die waren hier, ne? Ja. Sache, wir müssen in anderen Dimensionen inzwischen denken. Der Crewbedarf ist bei fast 2000. Perfekt. So muss es laufen. Warte mal.
Machen wir nochmal neu. Warte mal. So. Machen wir nochmal neu. Nehmen wir auch gleich die Flak-Batterien und so mit. So. So, warte mal, wir könnten ja theoretisch die hier wegpacken. Mach die erstmal hier unten hin. Das hier jetzt gehen? Ne, es kommt gerade so nicht. Das liegt auch daran, dass da. Ja, was ist denn, wenn. Ne, warte, den hier löschen. Okay. So. Okay. Können wir Quartiere hinmachen? Ja, theoretisch. Wo waren die Menschen? Ja. Oh nein, wir haben eigentlich. Oder haben wir das falsch gemacht? Thank you.
Oh boy, ey, das wird ein Riesenkreuzer, ey, ich sag's dir. Gut, das kriegen wir hoffentlich irgendwie wieder drin hier, ne? So, wenn nicht, speichere ich mir das. So. Dann nehmen wir mal doch ganz normale Raketen, oder? Ja, doch. Nehmen wir. Kurze Frage. Wenn wir die hier komplett nach vorne holen, reicht das dann noch für eine Kanone?
Müsste. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau das wollte ich. Mehr wollte ich gar nicht. Boah, lange sitzen tut echt weh, ne? Also. Eieiei, so. Laufband. Wenn man das dann da gemacht. Dahin. Upsala. So. Reicht das an Kommandopunkten? Wahrscheinlich, ne? So, warte mal. Dann nehmen wir Deckkanone. So, zumindest nach vorne raus schießt jetzt zweier Batterien. Okay. Fließband. Munitionsfabrik und später, also das kommt dann später alles dazu. Wir werden das jetzt auch lange noch nicht bedienen können. Zur Seite raus, nach hinten raus. So. Baue mehr Kommandoräume. Können wir gerne machen. So, das wird jetzt nicht billig, ne? Das denn auch so funktioniert, weiß ich noch nicht. Wird sich dann herausstellen.
The Falcon Extreme. Ich weiß, dass wir uns das jetzt noch lange nicht leisten können. Aber so zumindest der Grundgedanke. Das heißt, jetzt wenn wir hier Baupläne, Schiffladen, The Falcon Extreme. Alter. 10 Millionen Credits. Wir könnten auch theoretisch, ich kann ja mal einen Steam-Workshop einfach mal spaßeshalber, ist ja eh Ende der Folge. Was haben wir denn hier? Beliebteste insgesamt. Venator Destroy Class, aha, das ist aber eine kleine. Death Star, aha. Todesstern. Theoretisch auch geil. Ich lade mir die mal runter, warte mal. Die sieht zumindest sehr interessant aus. Okay. Okay. Aha. Ich guck mal gerade bei Mods, also nicht nur bei Schiffen, sondern auch bei Mods. Colored Resources habe ich schon. Guck mal, was die bringt. Ah, hier gibt es noch ein etwas schnelleres Speed Mode. Auto Cannon. More crew for career. Heavy armor. Also hier gibt es schon ordentlich welche. Ja. Da habe ich noch Propan Nukes eine entdeckt. Ich bin gerade, ne? Ich gehe mir jetzt noch die maximal dritte Seite durch. Okay. Also der Steam Workshop, der ist schon. Der ist schon krass. Okay. Steam Workshop. Die werden beim nächsten Mal geladen. So, speichern. Ich speichere jetzt auch noch einmal. Theoretisch haben wir Warp-Effizienz von 10%. Die würde ich vielleicht gerne sogar noch mal ändern. Traktorstrahlsensoren. Wo waren die? Hier, wa? Nee. So heißen kleiner Hyperantrieb.
Warte mal, wir haben die hinter jedem so ein Schild versteckt, ne? Versuche ich die mal. Hinter jeder so ein. Hinter den Autocannons, wisst ihr? So, wie ist die Effizienz? 88%. Die könnte auch höher sein, ne? Wie viel Prozent wäre sie jetzt? 8, 92. Zwei, vier, zwei, vier. Theoretisch hier. 99% Effizienz. 97, warte mal. Aber hier ist so orange. Das gefällt mir gerade noch nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, jetzt haben wir eine Prozent von Effizienz. Ja gut, ob das effizient ist oder nicht, das glauben wir jetzt mal nicht. Gut, wir werden mal das Schiffsdesign speichern. Falcon Extreme. Ja, überspeichern. So, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde die Folge beenden. Und wisst ihr, was ich danach machen werde? Nach 22,5 Stunden Stream, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe verdammt viele Folgen aufgenommen. Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Die gehe ich von aus. Alter, das ist so krank. Jetzt haben wir auch so viel Storage und so viel Crew. Alter, wir werden gefühlt nie wieder ins Lager fahren. Wir brauchen aber auch 1080, sagt er hier. Ja, wir haben vielleicht 10%. Ob das jetzt ein Erfolg ist, weiß ich nicht. Ich gucke mal mit den Mods, die ich gerade noch ein bisschen geguckt habe und runtergeladen habe, ob das was Besseres wird. Gut, ich speichere mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.